Herzlich willkommen bei meinen Rezepten. Heute habe ich wieder ein super leckeres Gebäckrezept für euch. Bei uns gibt es ein Gebäck Gözleme. Das ist so wie Gözleme, aber doch ein bisschen anders vorbereitet. Das ist wieder meine eigene Idee und komme dann auch gleich zu den Zutaten dazu. Ich werde erstmal den Teig vorbereiten. Für den Teig habe ich 1 Kilo Mehl. Ihr könnt natürlich mehr oder weniger nehmen. Dann brauchen wir Wasser. Ich mache das nach Gefühl. Ich sage euch aber im Anschluss, wie viel ich genommen habe. Salz und so ungefähr 3 Esslöffel Öl. Ich werde jetzt hier eine Mulde machen, gebe mein Salz hinein und Öl und werde nach und nach das Wasser hineingeben und den Teig dann vorbereiten. Wie gesagt, ich werde euch dann im Anschluss sagen, wie viel Wasser ich ganz genau genommen habe. Ihr könnt den Teig natürlich auch in einer Küchenmaschine vorbereiten, aber ich mache das lieber mit den Händen. Also für 1 Kilo Mehl nehme ich dann so ungefähr 700 Milliliter Wasser. Jetzt werde ich den einmal abdecken und so ungefähr eine halbe Stunde ruhen lassen. Das ist zwar kein Hefeteig, aber trotzdem muss er ruhen. Ich werde jetzt aus dem Teig richtig große Bällchen vorbereiten. So, ich lege das jetzt mal beiseite und werde das nächste ausrollen. Ich werde mein Gebäck erstmal mit Olivenöl bestreichen. Ihr könnt natürlich auch Butter nehmen, aber ich nehme heute Olivenöl. Als Füllung werde ich dann heute ein bisschen Lauchzwiebeln hineingeben und ein bisschen Schafskäse. Ihr könnt natürlich auch Petersilie nehmen. So, dann wird das einfach eingerollt. Ihr müsst einfach einrollen und ziehen. Jetzt werde ich mein Gebäck in einer Pfanne backen. Also ich werde das hier in Silex backen, aber ihr könnt das in eine Pfanne backen. Dann werden die ganz leicht ausgerollt. Ich nehme das mal kurz beiseite, damit das heiß werden kann. Und dann könnt ihr die ganz leicht ausrollen. Also nicht sehr doll andrücken. Jetzt werde ich mein Gebäck backen. Ihr könnt ein bisschen Öl in die Pfanne geben. Wenn ihr eine Pfanne mit Deckel habt, dann könnt ihr einfach zwischendurch mal den Deckel zumachen. Ich bestreiche die dann mit ein bisschen Olivenöl.
Ich hoffe natürlich, dass euch auch dieses Rezept gefallen wird. Ich bin immer noch beim Backen. Ihr hört das auch, dieses Zischen. Ich habe noch ein paar, die ich backen muss. Probiert das unbedingt aus, kann ich nur sagen. Euch wünsche ich viel Spaß dabei und sage tschüss, bis zum nächsten Video.